So, wo ist denn der Jatak? Oh, mein Spiel leckt. So, jetzt nicht mehr. Dann klebt Dichtgummi drüber. Ich habe keinen Star gerade. Dicht oder Gummi? Beides nicht. Warum nicht? So, weil ich weder dicht bin noch ein Gummi habe. So. Ach, da ist der Julian, ich sehe. Wo treffen wir uns jetzt wieder? Berechtigte Frage. Schön. Der Julian ist bei Tradeaux. Ich kann da hinkommen. Wo müssen wir denn lang? Wo müsstest du lang? Ich müsste rechts. Vermute mal in die Richtung, wo ich bin, oder? Nee, tatsächlich entgegensetze. Aber ist eigentlich Würfel, wir sind ja eh hier in der Stadt. Also wir müssen auf lange Sicht gesehen auf die A2 Richtung Magdeburg, ne? Ja, genau. Trifft ungefähr genau zu. Ja, gut. Na, da seid ihr. Fahren wir dann direkt nördlich auf die Autobahn oder fahren wir erstmal Richtung Osten und dann auf die Autobahn? Warte. Also, steht jetzt, so, also bei mir steht im Navi nördlich. Hoppal. Okay. Bei mir denn Kameri markiert. Hoppla. Ja, wahrscheinlich hast du irgendeinen Punkt hingesetzt und den nicht abgefahren. Das hatte ich gerade auch. Da muss einfach nur dreimal dort punkten. Boah, abgefahren. Nee, hab ich nicht. Also ich bin jetzt auf dem Weg zur Autobahnauffahrt und warte da auf euch. Der will, dass ich über den nördlichen Weg auf die Autobahn fahre. Ja gut, dann. Ja, da warte ich auf euch an der Kreuzung. Ja, und dann über Magdeburg, Berlin, also unter Berlin durch und dann Richtung Posen. Ja, ja, wenn wir Kolonne fahren, dann kriege ich das schon hin. Ich hab jetzt mal mein Navi so. Achso, meine Fracht, die hole ich in Magdeburg. Irgendwo in einem schönen. Ach, in Magdeburg, ja, dann sag das doch. 2 CHs, Alter. Ja, da wollten wir doch hin. Da muss ich mir da aber noch einen Punkt setzen in Magdeburg. Achso, ich hab gedacht, es war ein, wir fahren da sowieso hin. Nein. Ich habe jetzt in Magdeburg auf die Garage, die habe ich noch nicht. Ja, das ist direkt bei der Garage. Passt, super. Ja, mega. Sind wir denn alle beisammen? Ja, ich warte an der Kreuzung vor der Autobahnauffahrt auf euch, weil ich an der Tankstelle war. Also. Ja, ich musste voll tanken. Ist Julian oder sieht er nur aus wie Julian? Nee, das war ich sehe euch aber gerade langsam mal, das auf. Ist Julian. Darf ich ja über ich Rot fahren? Ja, ich fahr einfach vorbei, ich schließe mich dann an. Hey, fahr doch schon mal los, Tobi. Ja, kann ich auch machen, aber ich. Fahr schon mal los, genau. Nur weil ich. Jön, du wurdest. Auf die innere Spur. Ja, ich musste irgendwie die Kurve kriegen. Warum wurde ich denn nicht gekriegt? Sorry, James. Was hab ich dir jetzt gemacht? War aber noch gelb. Hast du das Licht noch aus, Julian? Oh, ich hatte sah das Licht. Schön aus. Hey, Tobi, warte mal. Das war ja schon wieder hell. Da kann man ja aber erst hell, ab 8 ja? Uhr, haben wir doch letztens gelernt. Julian, fahren wir auf und... Ach, Julian, sag ich schon. Tobi, aber ich kriege jetzt keine Verbahnung, wenn ich das Licht aus. Ja. Wo steht ihr denn? Ja, auf der Autobahn, am Rand. Doch, Yoshi kommt. Ja, ich hab's gerade gesehen. Yoshi hat auch gekickt. Nee, ja, ich hab nur die rote Schrift unten mal gesehen. Ja, mit roter Schrift hat Julian sowieso nicht so. Das hat er schon mal beim Safety Car bewiesen. Er hat vor allem nicht mit großen roten Kästen. Ich hoffe, du bist mir jetzt hinten drauf gefahren. Mach mal einen Tag meine Augen, nicht. Dann sagst du nichts mehr. Aber das kann ich gerne orangieren. Nee, lass mal. Orangieren? Mit Orangen? Auf wen warten wir jetzt? Auf Julian. Auf deine Mama. Achso. Ja, dann ist okay. Nicht? Außer mein Teamspeak-Fall ist auch nicht schlecht. Mutter ist, das halte ich für ein Gerücht. Da müssen wir uns über die ja, Luisa ist ja über Verwandtschaftsverhältnisse aber nochmal unterhalten, ne? Nur was müssen wir uns unterhalten? Die Verwandtschaftsverhältnisse. Ja, wer steht in deinem Rückwärtsgang? Achso, James. Ich war das. Und du fandest es sichtlich amüsant. Weil, ich will das hier immer noch. Komplett aufgestellt. Achso, ich habe jetzt. Oh, du bist wirklich da gekickt worden. Ich dachte, du bist irgendwie so ein Dauerbann oder sowas. Nein, da bist du nur gekickt für. Okay. Ja, die haben sich Julia mal genauer angeguckt und haben gesagt, nee, dem wollen wir nicht. Kann ich verstehen, hätte ich jetzt auch so gemacht. Aber was so, können die denn da entscheiden? Das finde ich nicht richtig. Das müssen wir dann wieder entscheiden. Das ist auch wieder aber. Wo ist denn Julian jetzt hier? Mal. Ja, in Hannover so. Wahrscheinlich gerade gespawnt. Ja, spassend. Korrekt. Ja, dann mach mal hin hier. Ist doch super da. In Hannover? Ja, da bestimmt auch. Hm.
Ich hab auch langsam wieder Hunger, weil wir die ganze Zeit von Essen reden. Echt? Ja, gewöhnt man sich dran, das ist bei Josh Standard. Finde ich sympathisch. Also ich kann euch gerne ein paar Waffeln rüberreichen oder so, also kein Problem. Ja. Schick mal per Brieftaube. Oh oh. Er kommt wahrscheinlich besser als die Briefe bei mir zur Zeit. Bei mir kommt ja keine Briefe an, weil der Postbote zu blöd ist, den Briefkasten zu finden. Cool. Ja, ist ja so schlimm. Julian, versteckt. Wie lange brauchst du nur, bis du hier bist? Weil eigentlich nicht lange. Okay, dann gehe ich mir noch schnell was Neues zu trinken. Ich stellte gerade mit der Sätze fest, dass ich nichts da habe. Ach ja, dann. Das ist schon die deutsche Sprache, ne? Wo steht ihr denn genau? Direkt hinter der Autobahnauffahrt. Ich glaube, du kommst da gerade. Hinter der Autobahnauffahrt schon, okay. Ja, wo ist ich jetzt hin? Wir sind also rauf jetzt am besten voll rauf und dann triffst du uns schön hinten rein. Ne, das ist er nicht. Fuck, ich stehe hinten, das ist vielleicht. ja. Das ist vielleicht kontraproduktiv. Ja, dämlich. Ja, wo kommt er denn? Ja, wo kommt er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo kommt denn der Julian? Ja, wer ich denn? Wer ist ja, der böse Julian? Ja, wo ist er denn? Ist er schon in Tab? Warte mal, auf 1. Er ist noch nicht mal in Tab. 2018. Aber ich bin jetzt hier an der Autobahnauffahrt. Ja, welcher denn? Bist du gegen Norden gefahren oder nicht? Ah. Ja, dann können wir mal eine. Zu dir. Ja, komm, wir fahren mal eine. Wer ist denn James? Wollte gerade sagen, wer ist denn James? Das geht aber nicht. Ja, ja, ja. Wir können James nicht überspringen. Der hat mich nämlich zugeparkt. Ja, rückwärts. Wir können rückwärts fahren. Ja, oder wir machen es wie Matthias und fahren wir hinten drauf. Ihr fahrt ja. Eine Auffahrt, dann komme ich auf. Ja, wir fahren einfach weiter. Vielleicht, wenn du erscheinst, Julian. Ich hasse diesen Wagen. Warum zieht ja cool. Der nicht in? So, jetzt ist alles still. Wunderbar. Sorry. So. Erstmal ein Bier. Prost. Muss ich wieder trainieren? Mhm. Brauche ich nicht, da bin ich immer in Übung. Meine Magenschleim heute haben da aber untrainiert was gegen. Ja, du darfst nicht wieder vorher Pizza essen. Ja, Pizza ist gefährlich. Ja, ja, das Bier ist in Ordnung, aber Pizza ist gefährlich. Es ist auch nie das letzte Bier, es ist immer das letzte Würstchen. Ja, ach guck mal, da kommt Julian doch von der Seite dazu geschossen. Nee, das ist ein blauer Punkt. Nee. So, da ist der Punkt. Busch, da, ich seh ihn auch. Ich bin ja noch ein bisschen weiter hinten, weil dieser... Ach, guck mal, nee, da hat das... Geschenkschleife. No. Ja, ich seh dich. Fall nicht um. War das jetzt so ein liebgemeinter mütterlicher Hinweis oder war das so ein Doof-Hellschnitt hin? Es war so ein, er ist kurz davor. Nein, das sieht im Scania nur immer so aus. Ja, ja, mit deinem Auflieger auch, ne? Ja. Der ist ja auch von Scania. Dann sollte der ja klar. Der ist Kronen. Krone. Kronen ist Bier. Kronkorken. Damit kann man bei Fallout bezahlen. Ja. War klar, dass Matthias sich nicht an die 90 hält. Nee, ich lass den gerade schön den Berg hoch ein bisschen ausrollen. Berg hoch. So, jetzt reihe ich mich da gleich irgendwo ein. Wenn du also vorbei willst, Tobi, dann musst du nur vorbeifahren. Achso, ist er jetzt. Ach nee, Magdeburg. Du bist an mir gerade vorbeigefahren. Ich guck dich schon raus, keine Angst. Wo ist denn das Problem jetzt? Ja, ich hab. Ich weiß es nicht. Lass eine Lücke entstehen. Wir haben sogar den Kram hier belegt. Wir haben doch hier drei. Map. Fahrspuren zur Auswahl. Ist alles gut, ich beschwere mich doch gar nicht mehr. Boah, das gibt eine schöne zweite Stimme, das passt voll. Sehr harmonisch. Also musikalisch top arrangiert die beiden. Auf jeden Fall. Dinge aufeinander. Harmonie. Genau. Guck mal, ob das klappt. So, ich habe gerade jetzt, keinen meiner beiden Füße auf den Pedalen. Das klappt nicht. Ich auch nicht. Tempomat ich habe gerade nur eine Hand an der Wasserflasche hier. Die andere will ich nicht wissen. Ja, mit einer Hand. Da, wo wir auch irgendwie suchen sollen, ich weiß, okay. Mit einer Hand muss man ja wohl noch nicht. Nee, du kannst jetzt aufstellen und Kaffee kochen, du hast ein Tempomat. Frag mal die Amis. Ja, ja. Die wissen, wie das geht. Ich guck mir jetzt Harry Popper an. Ja. Oh, schön. Also wir dürften da vorne einmal die Autobahn verlassen. Völlig gut. Ja. Ja, ich hab gerade schon ein Thumbnail gemacht hier. Also ich hab schon zwei. Entschuldigen Sie, junger Mann. Bin ich so schnell. Also wir fahren jetzt hier runter, oder muss ich ja bremsen? Hier,
Also Josh, toll. Ich würde sagen, wir entscheiden die Menge der Folgen anhand dessen, wie viele Thumbnails derjenige hat, der am wenigsten gemacht hat. Ja, oh, also ich habe ein Thumbnail. Also, ich wollte gerade sagen, machen wir exakt eine Folge. das ist eine Sache zwischen Josh und mir. Also ich gucke ja neben mir ein OBS und ich versuche tatsächlich so alle Viertelstunde bis 20 Minuten mal so ein Bildchen zu knipsen, damit es auch ja, so hat, jetzt so zu jetzt macht Josh passt. Erstmal 200 Bilder. Ja, Luisa darf immer ausmisten. Ich hab zwei. Luisa. Was stehst du denn hier? Latex raus, Photoshop. Weil der Herr da vor mir eine Kurve gefahren ist, mein Gott. Ja, aber du musst doch nicht stehen. Walter. Nein. Walter war nicht groß, Walter war eher klein. Oh, ein Auto, weil er kann nicht auf seiner Spur fahren. Tobi, falls du mich auf meine Straße stehst, stehe voll im Gas. Jonathan fand ich gut, den einen allerdings, ja genau. Ich frag mich hier gar nichts mehr. Den einen hast du schön so ein bisschen von seiner Spur. Ich frag mich, warum du nicht auf deiner Spur fährst, aber das ist auch alles. Ja. Matthias! Ich bin nur exakt in der Spur drin, was willst du denn von mir? Ja, jetzt wieder. Alter, ich dachte eher im Dschungel. Aber okay, ich sollte vielleicht auch ruhig sein, weil meine hat, glaube ich, ein bisschen Überbreite. Es ist kein Dschungel, es ist ein Gehölz. Weiß ich schon mal, wo sie hier, ich bin ein Star auf. Oh, the Forest. Und in Gehölzen fühlt Julian sich ja wie ja, ich hoffe nur, wir finden jetzt gleich nicht so ein komisches Ding im Labor. Hänsinnen und Gretinnen, Rötzl, die wack in der Gehölzinnen. Hier wohnt da Jason, oder? Es hat sich irgendwie interessanterweise pervers angehört, obwohl ich nichts verstanden habe. Das war von Otto Walke, Sempel und Knete. Das nennt auch sich dann Sächsisch. Schwedisch. Nein. War Schwedisch, ja. Matthias. Und ja. Gib mal Gas. Mach ich stehe so voll auf dem Platz. Ja, steigen Gang runter. Irgendwo hier links, Euro-Goodies. Ja, hier links rein. Achso, da musst du dann schnell auf Tiptronic um und schalt dann runter. Da mal hier rein. Ich überhole dich im sechsten Gang an diesem Berg. Ich fahr auf der anderen Seite rein, ne? Ich mach mir jetzt mal kurz Ladungsmarkt. Ja genau, du musst in die Dings da Garage. Ich kaufe eine Garage. Milchpulver, das ist ja geil. Ey, Milchpulver! Ey, Eika, was machst du denn da? Das klappt doch nicht. Ich merk schon, ihr habt nicht so viel Erfahrung im Multiplayer wie wir. Ich hab eine Bremse, reicht das nicht? Ihr müsst stets mit den Fehlern der anderen rechnen, die machen in nicht unerhebliche Anzahl. Zum Beispiel Julian! Ich wende! Das hört sich ja wie so ein Selbstdiss an. Nee, das ist kein Fehler, Julian, was ich hier mache. Julian, im Multiplayer wenden ist ein Fehler. Rückwärtsschulte! Jetzt hat der Motor ausgemacht. Du bist so ein Spongo, ne? Pass auf, ich stehe hier neben euch, ne? Ich stell mich mal mit Warnblinker hinter Tobi. Ja, pass du auf die beiden Experten hier auf. Ich komm vorbei. Was ich mal an, was ihr da so tut hier denn? Ich sag noch, ich fahre noch bis zur Werkstatt, die direkt vor der Werkstatt. Ich glaub, das ist ein guter Punkt für ein Thumbnail. Wir waren dann am südlichsten von euch. Ja, ich glaube, ich müsste mal irgendwie hier. Könnt ihr vielleicht so einen James einen kleinen Meter, dann kann ich da den da durchlassen. Nee, einen Meter vor mir steht Tobi. Achso, ja, dann. Ding, 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 ding. Boah, das hat. Tobi, fahr mal einen Meter vor. Nee, passt, ich tue einfach hier. Nee, geht. Ja, nee, ich wollte einfach nur Argumente suchen, um vorbeizufahren, damit ich vorne bin, James. Achso. So, weiter vor geht nicht, da steht ein Verkehrsschild. So, wer von euch war es am südlichsten eigentlich von der Firma her? Wer war denn als erstes? Könnte ich gewesen sein. Das wäre in. Ja. Ich muss mir das auch mal alles irgendwie. Das wäre in, ich hab doch keine Ahnung. Julian haut wieder einen raus. Auf jeden Fall die Stadt unter Daugavpils. Ah, Utena, gut. Oh, ja, genau, Utena. Ja, ist ja gut. Ich muss nach Moskunta.